Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us und dem Beagle. Heute mit Timer. Ist das dein Ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ja? Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein Scheiß. Freya, bist Soldaten du's? Sorgen doch draußen für Ordnung. Das werde ich Ihnen mal sagen. Oder Chloe, bist du's? Was ist mit dir, Joel? Hat man dir auch schon was aufgedrückt? Nein. Ja, na klar. Na gut, dann seid ihr mal weiter in der Mülltonne, ist kein Thema. Oh, ich bin gespannt, ob die Szene da vorne jetzt auch so viel heftiger sein wird. Die fand ich im ersten Teil schon. Diese Alltäglichkeit, die da drin steckt in dieser Szene, ist heftig. Achtung! Alle Einwohner müssen stets in der Lage sein, sich auszuweisen. Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Oh, come on. Das war die gleiche Sprecherin wie gerade. Da ist sie, die Szene. Oh, sieht so toll aus. Irgendwann komme ich drüber hinweg, Leute, und dann habe ich mich dran gewöhnt. Chris, bist du's? Der Kopf aber nicht mehr, so einen, wie er drauf bekommen hat. Nochmal, kann man das nicht weniger qualvoll machen? Hoppala. Tschüss, ich gehe. Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Ich frage mich, wie die hier reinkommen. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Ich habe uns Papiere besorgt. Die sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Ich bin immer cool. Also, dass sie da gehen. Das haben Dina und Abby aber auch gemacht. Ja. Ausweise bitte. Bitteschön. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Los hier, los! Durchliefern! Feuerfleisch! Schieß verdammt! Sie hauen ab! Okay. Ach, schnelle Drehung. Also es ist... Ja. Merci. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Muss ich das jetzt machen? Er hat wie... Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rum gehen müssen. Mhm. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Na. Toll. Hey Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Ayo, man. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Wir wissen ja jetzt schon, was am Ende dabei rumkommt. Ich frag mich, wie schlimm Tess und Joel sein müssen. Auch von den Gerüchten her. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's dass aus? Dass man ihn Ellie gar nicht erst anvertrauen wollen wird. Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Na dann. Das hört man doch gern. Muss ich hier hin? Ja, muss ich. Oder? Nee. Joel,
Joel, hilf mir mal. Würde ich gern. Aber Hauptsache der Fernseher und alles steht da noch drin. Seid vorsichtig da draußen. Bin. Möge mein Leben lang und mein Tod kurz sein. So, das war das einzige Gute von den WLF. Es werde Licht. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. So, unser Zeug. Kann Joel generell springen? Nein, schade. Schade, er kann nicht generell springen. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Das ist Joels. Dann gib mal. Hast du deinen berühmt-berüchtigten Revolver? Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Ich habe... Okay, Cowboy. Mein Vorbestellerbonus noch nicht, den kriege ich erst morgen. Ist aber auch rein kosmetisch, also... Bereit? Werde ich euch zeigen, ja, wenn ich es dann habe. Wann auch immer das dann sein wird, ich weiß nicht, wie viel ich heute spielen werde. Na los. Ja, wie denn? Ah, okay. Geh weiter. Okay. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Hm. Ist das eine Fangfrage? Wie auch schon in der ersten Runde bin ich sehr sicher. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Dass die beiden definitiv was laufen haben. Und sei es nur, dass sie Friends with Benefits sind, aber... Da ist die... Wo ist die Leiter? Ja, warte, Moment, ich weiß nicht. Muss ja irgendwo sein. Nee, warte. Aha, sie kennt das Spiel und weiß nicht, wo die Leiter ist. Geil. Oh, was ist denn da hinten? Oh, was? Was? Ich werde mir gar nichts belohnt. Von mir aus. Tess, ich habe keine Ahnung, wo die Leiter ist. Sie starrt da so hin in die Ecke. Ist sie vielleicht hier? Ach, die liegt einfach da vorne rum. Hab sie. Gut, bring sie rüber. Mach ich. Moment. Ladies first. Lady, du musst mich wohl verwechseln. Naja. Alles ist relativ. Hier lang. Wenn man keine Ansprüche hat, bist du vielleicht wirklich eine Lady. Flachbildschirme. Gab es 2013 und das ist, meine ich, ist von der Zeit her nämlich auch ungefähr die Zeit. Schon so heftige Flachbildschirme. Ach, ich habe eine Taschenlampe. Cool, ich habe eine Taschenlampe. Ich komme ja schon, Tess. Moment, Moment, Tess, guck mal. Es könnte hier Dinge geben. David Michael Wiegel. Da steht gefallener Firefly. Stimmt, wir kriegen hier wieder Trophäen, weil spiele ich zum ersten Mal. Jetzt hier runter. Ja, Tess, ich weiß. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Bestimmt. Um seinetwillen hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir treffen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich. Warte, Sporen. Bill kennen wir auch. In Bill's Town. Der Dude, der den Verstand verloren hat. Wo zur Hölle kommen die her? Sehr was hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben.
Da liegen doch noch mehr Gründe. Hier sollten wir durchpassen. Und wenn die andere Leiche nämlich älter war, dann ist die andere Leiche ja wohl der Grund. Okay? Ja. Aber sicher. Die Decke kommt runter, pass auf. Vorsicht. Scheiße. Pass auf, pass auf. Helft mir. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Okay. Gehen wir. Dafür verschwende ich gerne einen Schuss. Erlösung zu verschaffen, wo Erlösung notwendig ist, ist wichtig. So, Diplome. Ganz viele Diplome. Aber ich will wissen, ob ich hier irgendwas looten kann. Ha, no. Ich hoffe ja übrigens, dass ich durch The Last of Us 2 ein bisschen besser geworden bin, was meine Skills und so angeht. Ich weiß, ihr dürft alle herzlich lachen, aber ich habe den Wunsch, ja? Wünsche sind völlig in Ordnung. Ist gar nichts. Ich komme, Tess. Davon. Willst du vorgehen? Himmel. Ich werde die Geräusche von denen ausblenden. Denn ich möchte mich noch hier umgucken. Ach, da muss ich eh hin. Das ist schlecht. Ganz schön hungrige Gedudes. Mommst die immer weiter? Ich gehe hier hin. Test du nicht so, als hätten die uns entdeckt. Das haben die nicht. Warum zieht er seine Waffe? Wo müssen wir überhaupt hin? Die Treppe hoch? Mal gucken. Wenn ihr noch beschäftigt seid, ist das völlig in Ordnung. Werdet ihr weiter beschäftigt? Ziemlich cool. Oh. Guck mal raus aus der Hocke. Ich frage mich, warum man Springen nicht einbauen konnte. Das frage ich mich jetzt in der Tat. Ich habe ja nie gesagt, dass ich das Spiel nur in den Himmel loben werde. Frische Luft. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Das kann sein. Ein Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey, wenn die nicht abgelaufen wären, wäre das eine Idee. Tja nun. Tess, wo gehst du hin? Also müssen wir hier durch. Okay. Nach dir. Sicher den Eingang. Aber sicher. Okay. Aber erstmal. Also in der Theorie kann Joel springen, aber eben nur da, wo es vorgegeben ist. Na gut. Ja, ich geh gucken, Tess. Verdammt, das Brett ist weg. Hier, reich es rüber. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Das glaube ich dir sogar aufs Wort.
gemacht ist. Wir sind fast da. Nicht balancieren, Mann. Balancieren ist doof. Ah, da lag was. Aber mein Leben ist voll. Ich habe ja nicht gekämpft. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar. Komm. Okay, hast du schon für mich gemacht. Danke, Tess. Sehr freundlich von dir. Tess? Tess ist da rein. Mach zu. Dann folgen wir der guten Dame mal. Die wird schon wissen, was sie tut. Ich glaube, Tess hat eh mehr Ahnung. Nimm dir die Kugel. Welche Kugel? Ach, die hier. Ja, ja, ist gut. Ich hoffe ja nicht. Ich hoffe ja, dass ich hier ein bisschen Stealth schaffe. Ich habe ja zwar meine Momente, aber ich würde gerne mehr schaffen als diese Momente. Hm. Na gut, Licht. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Mhm. Sollte machbar sein. Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Okay. Na, komm. Hey, Tess. Hey, süße Leute, wie geht's dir denn? Hab gehört, nicht du hast jetzt, Terrence. Nein, ist gut. Ich hab nicht die Karte da. Jetzt. Verstanden? Okay. Kann ich machen. Zick doch nicht gleich so rum, deswegen. Zick doch nicht gleich so rum. Du hast dich von der Seite angemacht, Dude. Na? Du siehst auch genauso aus. Ohne Lebensmittelkarte gibt's kein Geschäft. Ich tausche nicht gegen Kugeln. Okay. Du siehst aus wie die Troller von vorhin und du hast die gleiche Stimme wie die Troller von vorhin. Beeilung, wir verhungern. Ah, Hundis. Tut mir leid, wir sind alle vorbestellt. Hat keine Stunde gedauert. Komm nächste Woche. Ich hoffe nicht zum Essen. Anpassen heißt kaufen. Tess, ist lange her. Du kommst gar nicht mehr vorbei. Okay. Okay, ich will. Na, wo willst du denn hin? Malik, setz dich hin. Oh, sorry, Tess. Ihr gehört zusammen. Geht einfach weiter. Okay, ist ja gut. Tess ist mächtig. Wer ist das? Alter Bekannter, frag nicht. Hä? Oh, ich hätte gern so ein DLC gehabt, wo man gesehen hätte, wie Tess und Joel sich kennengelernt haben und wie die zu Partnern geworden sind. Oder auch, was Tommy und Joel so erlebt haben. Gesucht wegen Firefall, Komplizenschaft, Marlene, Beschreibung, Alter Mitte 40. Dafür sah die aber damals noch sehr jung aus. Größe 1,70, Gewicht 57 bis 61 Kilo. Mit 1,70, ich sag da nichts zu. Körperbau Mittel, Berufe Arbeiterin, Community Organizer. Narbe und andere Kennzeichen, Narbe auf der Brust unter dem Schlüsselbein. Haarfarbe schwarz, Auge braun, ethnische Herkunft gemischt, Nationalität amerikanisch. Die Verdächtige wird unter anderem wegen Terrorismus, Mordes, Verschwörung zum Mord, Fälschung, Bestechung und Raub gesucht, da sie die als Fireflies bekannte Terrorgruppe organisiert und angeführt hat. Vorsicht! Die Verdächtige gilt als bewaffnet und gefährlich. Sie ist gut geschützt und wird von vielen geschätzt. Mit Widerstand durch Mitgliedern der Öffentlichkeit gegen ihre Festnahme oder Hinrichtung ist zu rechnen.
Wenn Sie diese Person sehen, melden Sie dies dem nächsten Fedra-Hauptquartier. Informationen, die zu Ihrem Festnahmen führen, werden belohnt. Hatten wir das letzte Mal auch schon? Der Typ hat in dieser Fabrik jede Menge Zeug gehortet. Mhm. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Oh, mach du mal aus. Wir werden aber nächste Mal weitermachen. Och, ich bin ja gar nicht eingeblendet. So. Mit Robert. Der gute Robert. Den wird es noch hart erwischen. Den suchen wir, das machen wir. Die Action geht bald richtig los. Hinterlasst mir einen Kommi. Ich mag die Atmosphäre sehr. Es sieht einfach nochmal viel verkommener aus. So, man ist in der Stadt, in dem Stadtteil, wo man wirklich lebt anscheinend. Und es sieht schon so versifft aus. Und dann kommt man hier hin und alles ist einfach noch versifter. Naja, habt einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Schaltet ein, wenn es heißt Robert finden. Und haut rein.